In Österreich macht sich Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner derzeit nicht gerade beliebt bei Studienvertretern. Mitterlehner möchte nämlich für weitere Studienfächer Aufnahmetests einführen. Solche Tests gibt es jetzt schon bei Medizin oder Wirtschaftswissenschaften. Die Hochschülerschaft ist erbost und droht mit Widerstand. Vollgestopfte Hörsäle, hunderte Studenten, ein Professor. Wer will das schon? Aber Aufnahmetests seien der falsche Weg, sagen Studierendenvertreter. Die Ausweitung von Zugangsbeschränkungen fördert eigentlich die Eliten in dem Land. Also Zugangsbeschränkungen werden das finanzielle Problem der Hochschulen nicht lösen. Mit mehr Geld könnten sich die Unis mehr Professoren leisten. Da mehr Geld aber nicht in Sicht ist, soll an den Studierenden gespart werden. Daher könnte das durchaus positiv eben in Richtung auch eine Erweiterung gehen bei anderen Massenfächern wie etwa Sprachen oder Rechtswissenschaft. Ich würde sagen, es ist ungefähr ein Viertel der Fächer, wo wir echte große Probleme haben. In Massenfächern wie etwa Medizin wird deshalb schon jetzt mit Aufnahmetests kräftig ausgesiebt. Das könnte ab 2015 auch angehenden Juristen oder Sprachstudenten blühen.